Es ist einfach diese Energie da, es ist der Raum da, es ist die Tiefe da, es sind die Details da, es ist nie in der Vorstellung drin, dass da irgendwo Elektronik zwischen ist. Das ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde, so eine Endstufe. Da sind ja auch 6000 Bauteile drin, die alle miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Und da ist nicht ein Bauteil das entscheidende Bauteil, auf dem man sagen könnte, das ist jetzt für den guten Klang der Endstufe verantwortlich, sondern es ist diese Komposition aus allen Bauteilen zusammen. Zu tiefen Frequenzen ist besonders die Impulsleistung wichtig. Da muss innerhalb kürzester Zeit sehr viel Energie zur Verfügung stehen. Umgesetzt haben wir das jetzt so, dass diese gesamte Endstufenkonstruktion darauf ausgelegt ist, diese Energie aus dem Trafo an die Lautsprecherklemmen möglichst mit wenig Widerstand zu bringen. Wir können jetzt Impulsleistungen von über 6600 Watt erzielen. Zu hohen Frequenzen ist es sehr wichtig, dass die Bandbreite von dem Gerät sehr groß ist. Das heißt also, wir gehen über ein Vielfaches des Hörbereiches hinaus. Das sorgt halt dafür, dass auch hohe Frequenzen sehr, sehr schnell und impulsgerecht wiedergegeben werden können. Wir wollten eine langzeitstabile Endstufe haben, die dauerhaft eine sehr hohe Leistung abgeben kann und dabei sich nicht abschaltet oder Bauteile überhitzen. Und gleichzeitig sollte diese Endstufe auch beim Einschalten schon optimal arbeiten. Also wir setzen sehr große Kupferplatten ein, die die Transistoren alle miteinander verbinden und sehr niedrige thermische Übergangswiderstände haben. Wir haben umlaufend ein Kühlkörperprofil, was sehr viel Wärme schnell aufnehmen kann aus dem Inneren und an die Umgebung abgeben kann. Die 159 bietet die Möglichkeit, dass man den Dämpfungsfaktor einstellt. Da hat man so eine Bandbreite von den 23 Schritten. Damit kann man die Endstufe an sein System zu Hause anpassen. Das heißt, man kann also von einem staubtrockenen Bass das regeln bis runter zu einer emotionalen Wiedergabe. Also das Gefühl, die Endstufe jetzt auf den Markt zu bringen, erfüllt einen einfach mit Stolz, weil man weiß, man kann es nicht besser machen, weil sich alles den audiophilen Ansprüchen unterordnet. Man muss diese Resilienz haben, scheitern zu können und wieder neu anzufangen. Deshalb muss man einfach diese Leidenschaft mitbringen, um immer daran zu bleiben und immer wieder weiterzuarbeiten und einfach nicht aufzugeben und an diesem Traum und diesem Ziel festzuhalten.